Schule aus der Budenzauber hier an der Kindelbergschule, der traditionelle Adventsmarkt, kann man so sagen. Ne? Ja, der zweite dieses Jahr. Wir haben damit erst neu angefangen, letztes Jahr, und dieses Jahr ist der zweite. Die Kindelbergschule, für die, die es nicht wissen, ist eine Schule für Hallo. Geistig Behinderte, körperlich Behinderte Kinder. Hallo. Die hier von morgens bis nachmittags in die Schule gehen, geschult werden, ganz normal. Genau, Regelunterricht. Ihre Fähigkeiten gefördert für den Alltag geschult werden. So. Jetzt sind die Vorsitzende des Fördervereins. Ja. Und der Förderverein richtet auch diesen Budenzauber aus. Ja. Nochmal ein Foto von dir. Wenn der die Einnahmen, also die Schulen sind ja chronisch klamm in Hessen. Ja. Die Einnahmen, die gehen hier direkt, die Überschüsse dann genau, direkt die gehen an die Schule. Wo dann Materialien besorgt werden, die die Schule braucht. Oder wenn Schulhofgestaltungen oder wenn die Busse in die Werkstatt müssen. Die Kinder müssen ja auch manchmal transportiert werden. Da wird und Sie dann, haben eigene Busse. Wir haben drei eigene Busse und davon investieren wir auch in einen mit rein, mit Versicherung. Und da werden wir, oder da helfen wir dann die der Schule. Schule mit. Ja. Nein, der Schule. Okay. Wir unterstützen die nur damit, damit sie einfach immer Aktivitäten mit den Kindern machen können oder auch zum Schwimmen fahren. Das findet auch einmal die Woche statt. Und damit das alles stattfinden kann, haben wir gesagt, wir möchten da regelmäßig einfach Geld einfließen lassen, um der Schule dabei zu helfen, dass das alles stattfinden kann. Das haben wir im Vorgespräch gesagt, die Gesellschaft müsse etwas größeren Teil zur Inklusion beitragen. Was würden Sie sich wünschen? Ja, dass unsere besonderen Kinder wie ganz normale Menschen behandelt werden, nicht wie Aussässige. Sie sind genauso wie Sie, wie ich, wie alle anderen auch. Sie können vielleicht nicht gut lesen, sie können vielleicht nicht so schnell laufen oder vielleicht gar nicht laufen. Aber das gibt es auch in unserer Gesellschaft. Oh. Deswegen sind sie ja nicht anders. Und da würde ich mir halt wünschen, dass sie einfach mehr aufgenommen werden und nicht so ausgeschlossen werden. Und als Vorsitzender des Fördervereins würden sich natürlich freuen, wenn möglichst viele Menschen Mitglied im Förderverein werden, um diese besonderen Kinder auch zu fördern und auf zu unterstützen. Auf jeden Fall. Da würden wir uns sehr freuen, um jedes Mitglied, was zu uns stößt, freuen wir uns sehr. Einfach auch, um zu zeigen, wie toll das ist, eigentlich hier zu arbeiten, den Kindern zu helfen, der Schule zu helfen, zu unterstützen. Und ja, natürlich über jeden Beitrag können wir auch weiterhin der Schule helfen. Ja. Okay. Ja, die Schulleiterin am Grill stand. Ja, na, selbstverständlich. Wir arbeiten ja alle immer mit und jeder hat die Aufgaben, übernimmt die Aufgaben, die zu tun sind. Das ist so ein Basar ja auch immer so ein bisschen Ausnahmesituation. Ne? Vorbereiten, vorbereiten. Ja. Fürs Kollegium, für die Schüler, für die Eltern. Also, aber es hat jeder so mit Herzfreude mitgemacht. Wir hatten extra vorletzte Woche eine Bastelwoche, wo wir tatsächlich den Unterricht mal so ein bisschen zurückgestellt haben und uns vorbereitet haben auf heute. Und es war jeder einfach jetzt so begeistert und so aktiv und hat mit so viel Energie und Freude mitgearbeitet, dass wir uns jetzt alle auf dem Tag heute hingefiebert haben und jetzt ist er endlich da. Das ist die Kindelbergschule, die Schulform für geistig und körperlich behinderte Kinder. Genau. Das heißt, hier wird etwas mehr Aufwand betrieben für die Schüler, je nach Schülerin, je nach Können, Fähigkeit, Neigung. Das heißt natürlich auch für den Lehrkörper eine spezielle Ausbildung. Auf alle Fälle. Also wir haben natürlich unser spezielles Studium, Förderschullehramt, dann nochmal in die Fachrichtung spezialisiert. Haben natürlich auch zum Glück Heilpädagoginnen hier mit an Bord, ohne die wir das Ganze nicht stemmen könnten. Und
ja, aber unsere Schüler machen es uns auch leicht. Also sie sagen uns, was sie brauchen oder zeigen es uns und ja, das ist einfach immer ein schönes Arbeiten. Natürlich ist es ein ganz anderes Arbeiten als an Regelschulen, aber ja, es gibt auch jeden Tag so viel Freude, wenn man so kleine Erfolge manchmal hat oder ja, das ist so. In den Schulen neigen wir alle so ein bisschen und Geld machen. Gut, das ist immer das Problem, dass man natürlich immer mehr haben könnte, wenn man wollte. Wir haben schuleigene Busse, genau. Ohne Förderverein wäre das alles überhaupt nicht möglich. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass wir den im Hintergrund haben, dass wenn irgendwie wir was brauchen, sagen müssen, wir hätten gerne. Und der Förderverein dann immer sagt, selbstverständlich, wenn es in unseren Möglichkeiten ist, helfen wir euch. Und so ist es heute auch. Es ist, der Förderverein richtet das zwar aus, diesen Basar, aber selbstverständlich ist das komplette Kollegium hier und hilft mit. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, dieses Geben und Nehmen, weil wir einfach auch wissen, was wir dann wieder zurückbekommen können. Nun ist Inklusion in Deutschland ja oft was Technisches. Ne? Wir haben eine Rampe gebaut, auf die öffentliche Hand sagt, naja, wir machen barrierefreie Zugänge und dann haben wir. Aber das reicht es nicht. Das ist ja, das ist es ja nicht. Das ist es nicht. Das ist von der Gesellschaft. Wir müssen mit ihren Kindern oder später auch jungen Erwachsenen einfach ihnen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen, ihnen nicht so viele Grenzen setzen und einfach eine Akzeptanz für das Anderssein. Das würde schon ausreichen. Weil viele werden immer. Also wir haben eine Behinderung, aber wenn ich sage, ich bin auch sehbehindert, weil ich eine Brille trage. Ich nehme mich dann auch nicht, also von daher muss man einfach gucken. Jeder hat ja irgendwas, was er vielleicht gut kann und was er nicht kann. Und unsere Schüler können so viele Sachen, so toll. Wir waren gestern im Theater hier in Frankenberg und da haben wir einfach gesehen, wie toll unsere Schüler Sachen machen können, die wir bei den Grundschülern nicht gesehen haben. Also unterschätzen alle Pommes, teilweise unterschätzen oder auch die Gesellschaft einfach die Kinder? Ja. Also ich denke mal, sie könnten wesentlich mehr, wenn die Akzeptanz da wäre, wenn die Möglichkeiten da wäre. Wenn man sie fordert? Wenn man sie fordert, aber auch tatsächlich unterstützt in ihrem Anderssein. Wir waren sehr fleißig.